Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars Movie Duels. Immer noch bei den Extra-Missionen. Wir haben jetzt letzte Folge schon die ersten zwei gemacht. Und jetzt machen wir die nächste von Episode 3. Die dritte Anakin Skywalker vs. General Grievous auf Utapau. Also, wo sind die Alternativvariante, wenn jetzt Anakin gegen Grievous gekämpft hätte? Das würde ich in der Landeplattform aus. Ihr seid ein Narr. Ich bin in euren Jedi-Künsten ausgebildet worden. Von Count Dooku. Auch wieder mit zwei Lichtschwertern. Jetzt kann der Spaß anfangen. Genau. So, sorry. Ach du Scheiße. Ja, genau. Ziehen wir erstmal genau fast alles ab. Okay, die Questziele, die bringen uns nichts. Ich habe das Gefühl, die funktionieren doch einfach nicht richtig. Ich kann den nicht würgen, nee. Das scheint ein Atemzug ist gar nicht. Oh, Alter, was ist so. Hä? Seit wann kann man da runterfallen? Sonst ging das nie. Betrug. Ja, mal erstmal hier fast deinen. Habe ich nicht mal einen Speed-Modus? Ich will jetzt sagen, dass ich mal einen Speed-Modus habe. Autsch. Nein. You won't escape me this time. Say goodbye. This will be. Wieso fällt er nicht um? Ich bräuchte echt mal die Speed. Och komm. Einmal getroffen und ich bin tot. Jetzt wieder Sequenz jedes Mal. Warum muss man jetzt ständig die Nase jucken? Das nervt. Man darf hier echt nicht stehen bleiben. Ja, das war auch klar. Ich habe übrigens auch wieder eine andere Taste gedrückt, um abzubrechen, aber es klappt einfach nicht. Also sobald das ein Duell anfängt, ich kann nicht schneller drücken, das geht nicht. Ich drück schon so schnell, wie ich kann. Wenn ich noch schneller drücke, dann kriege ich einen Kollaps in den Fingern. Wieso kann ich auch nicht schubsen? Anakin wird aber hoffentlich so weit ausgebildet sein, dass er das eigentlich mal kann. Ja, war einmal getroffen. Ich hab sogar zweimal getroffen. War nochmal getroffen? Oh, ich hasse es, wenn er das macht. Jawohl. Jetzt klappt's auf einmal, ne? Aber auch keine Videosequenz mehr. Schade. Okay. Wir haben sogar fast schon drei Levels machen, wenn wir relativ schnell genug sind. Anakin Skywalker vs. Palpatine, Coruscant Office. Okay, das scheint auch wieder so ein Alternativteil zu sein. Gut, so sieht man jetzt alles auf Alternativteile hier. Kanzler, wir haben soeben einen Bericht von Meister Kenobi erhalten. Er hat General Grievous angegriffen. Hoffen wir, dass Meister Kenobi dieser Herausforderung gewachsen ist. Ich sollte bei ihm sein. Es betrübt mich zutiefst zu erleben, dass der Rat kein volles Vertrauen in deine Fähigkeiten hat. Fragst du dich nicht auch, warum sie dich nicht zum Jedi-Meister ernennen? Ich wünschte, ich wüsste es. Mehr und mehr habe ich das Gefühl, dass ich aus dem Rat ausgeschlossen werde. Ich weiß, es gibt Dinge im Zusammenhang mit der Macht, von denen sie mir nichts erzählen. Sie vertrauen dir nicht, Anakin. Sie sehen deine Zukunft und sie wissen, dass deine Macht zu groß sein wird, als dass sie sie kontrollieren können. Du musst den Nebel der Lügen, den die Jedi um dich herum ausgebreitet haben, durchbrechen. Lass mich dir helfen, die Feinheiten der Macht zu verstehen. Woher habt ihr das Wissen um die Macht? Mein Mentor lehrte mich alles über die Macht. Selbst über die verborgene Natur der dunklen Seite.
Ihr kennt die dunkle Seite? Anakin. Wenn sich jemand entschließt, das große Mysterium verstehen zu wollen, dann muss er all seine Aspekte studieren, nicht nur den dogmatischen Ansatz der Jedi. Wenn du ein vollkommener und weiser Anführer werden willst, dann musst du die Macht aus einem größeren Blickwinkel betrachten. Hüte dich vor den Jedi, Anakin. Nur durch mich kannst du jene Macht erlangen, die weit umfangreicher ist als die eines jeden Jedi. Lerne die dunkle Seite der Macht kennen, und du wirst die Möglichkeit besitzen, deine Frau vor dem sicheren Tod zu bewahren. Was habt ihr da gesagt? Nutze mein Wissen, ich bitte dich. Ihr seid der Sith Lord. Ich weiß, was dir Sorgen bereitet. Hör mir zu. Hör auf, nur ein willenloser Befehlsempfänger des Rates der Jedi zu sein. Seitdem ich dich kenne, bist du auf der Suche nach einem Leben, das größer ist als das jedes anderen Jedi. Ein Leben von Bedeutung, von Gewissenhaftigkeit. Wirst du mich nun töten? Das würde ich nur zu gern. Dann handelt es sich um Verrat. Geil. Don't worry about the collective wisdom of the Council. Nein, bloß nicht. Ah, ich kann es nicht mal schubsen. Ja, ich sehe den Kanzler besiegen, so wusste ich jetzt auch. Autsch, 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 autsch. Ich hasse es, wenn die das machen. Ich habe wieder keine Blitze. Eigentlich heißt es aber, Palpatine kann sich eigentlich gar nicht gegen Blitze verteidigen, heißt es eigentlich. Zumindest kann ich hier die Duelle abbrechen, denn sonst echt, die kann man einfach nicht schaffen. Die sind einfach viel zu schnell. Da braucht man wirklich wahrscheinlich einen Finger, der sonst was gemacht hat. Ich hatte recht. Die Jedi übernehmen die Oh, was ist denn jetzt los? Wir haben den Kanzler umgebracht. Also das wäre jetzt so gesehen, wenn Anakin sich den Kanzler wirklich umgebracht hätte. Bei dem Moment, wo der eben erfährt, dass er böse ist. Ja, dann haben wir jetzt nur noch... Das war nämlich das Level gerade, ne? Genau, Anakin vs. Palpatine, jetzt haben wir noch das hier. Sollten wir auch noch schaffen. Obi-Wan vs. der Imperator. Okay, wo ist das denn? Was hier? Diesmal werdet ihr uns nicht entkommen. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Darth Vader wird viel mächtiger werden. Oh, bitte nicht wieder eine Sprungpassage, bitte nicht. Die haben wir schon so oft gehabt. Nichts als Extreme. Ich werde tun, was ich tun muss. Einfach mal die Sprüche von Mustafa einbringen. Komisch, der erste Kampf war bisher der schwerste. Aber ich sehe es jetzt schon, dass er wieder diese scheiß Sprungpassage kommt. Ich habe keinen Bock darauf. Autsch. Ja, das wäre jetzt hier so gesehen, wenn statt Yoda eben Obi-Wan gekämpft hätte. Sie ist jetzt schon die Ladebildschirm, dass jetzt hier die Sprungpassage kommt. Tatsächlich. Ach, meine Fresse. Ich habe die so gehasst, weil die einfach so verbuggt ist. Oh, jetzt kann ich mich wieder schön aufregen. Genau deswegen! Oh, das ist doch nervig, ey. Ich weiß nicht, warum man das nicht abschalten kann mit diesen scheiß Rückwärtssprüngen. Ich weiß noch nicht, wer sowas braucht. Weil die Sprünge sind so gesehen einfach nicht sinnfrei. Nicht sinnvoll. Genau, ich habe zwar schon eine Minute vorher gefühlt auf Springen gedrückt, aber du springst erstmal dafür dann los, wenn
ich überhaupt keinen Schwung habe. Eigentlich wollte ich jetzt nicht schneiden. Och man, schon wieder eh. Ich drücke die ganze Zeit auf Springen, ne? Und der springt erst im letzten Moment los. Ja, genau, Kamera. Dreh dich einfach weg. Oh, kann man diese Sequenz irgendwie überspringen? Nervt. Wieso springt der da immer so beschissen an der Stelle? Oh, ich bin sowas von einem Zeitdruck jetzt hier. Warte mal, vielleicht kann ich mich da auf das Ding raufstellen, dass ich nicht so... Oh, was? Ich war zu langsam? Ja, ich kann ja auch nichts für, wenn er nicht schneller springt. Weil der Sprung hier, der backt irgendwie rum, weil ich drücke eigentlich schon viel, viel früher auf Springen, aber irgendwie will er nicht. Der fängt immer erst im letzten Moment an. Ja, jetzt geht's auf einmal. Versuche mich mal auf den Rand zu stellen. Vielleicht ist das ja die Möglichkeit, das hier besser durchzukommen. Weil da macht er zumindest kein Rückwärtssalto. Ja. Ja, du sollst ja nicht zurücklaufen. Du solltest weiterlaufen und nicht zurücklaufen. Boah, das läuft ja schon mal besser. Das hat auch mal geklappt, jetzt hier der Scheißsprung. Denkst du, wenn man zu früh springt, dann fällt er manchmal einfach runter. Nächste Plattform da oben. So wie jetzt gerade wieder. Das war so ein langer Sprung. Du sollst einen langen Sprung machen! No! Du solltest einen langen Sprung machen und keinen kurzen. Das war nicht nämlich, wenn man zu wenig Anlauf hat, dann fällt man einfach runter. Also die Taktik ist ja gar nicht mal schlecht. Nur diesen Plattform, wenn die so... Könntest du bitte springen, wenn ich auf den Knopf zum Springen drücke und nicht erst eine Sekunde später? Geht ja wirklich um jede Sekunde bei dem Scheiß hier. Schlimm ist, geht ja hier noch weiter. Schon wieder der erste Sekunde später auf Springen gedrückt, so. Was? Ja komm, ich kann nicht warten, bis die Macht aufgeladen ist. Dann ist die Plattform weg. Das ist so eine Scheißpassage hier. Zumindest einen Speicherpunkt in sie reinmachen können. Ja, wenn es halt nicht so verbuggt wäre, dann wäre es, glaube ich, auch einfacher. Aber eben, es ist halt verbuggt. Und dann auch noch auf Zeitdruck. Ich muss mich halt jetzt auf den Rand stellen, weil dann sonst macht er einen Rückwärtssalto. Oder er springt nicht weit genug. Hallo, du sollst springen! Oh, könnte der bitte nicht erst eine Sekunde später springen? Der soll genau dann springen, wenn ich drücke. Und nicht eine Sekunde später, nicht eine Sekunde früher. Und zwar genau in dem Moment, wo ich drücke. Und zwar einen langen Sprung und keinen kurzen. Ich kann auf diesen Scheiß rennen, sich so viel Abstand, so viel Anlauf nehmen. Und so viel Zeit habe ich ja auch nicht. Mal den Speedrun einfach mal zu machen. Wo ist die nächste? Die nächste auch da hinten SSE. Jetzt da lang, glaube ich, genau. Ich muss es mehr länger drücken, weil sonst springt er so ganz komisch. Kurz warten, so. Mal kurz warten. Mann, was machst du denn? Jetzt hätte ich es geschafft, ne? Aber jetzt musste das Spiel wieder sagen, nee, also der ist fast ganz oben, das geht schon mal gar nicht. Schnell nochmal einen Rückwärtssalto machen, dass er auch ja noch runterfällt. Ey, komm jetzt Spiel, jetzt prophezei es nicht her. Ich war gerade so gut, ne? Es hat gerade so gut geklappt. Und ich werde es nicht wieder schneiden müssen. Aber das ist echt ein... Fails, die in die Kategorie unnötig gehören. Jetzt habe ich wieder zu viel Zeit verloren. Wenn ich die scheiß Plattform nicht gefunden habe, dann ist er wieder zu langsam. Weil er auch irgendwie abbremst. Oder nicht abbremsen, sondern Gas geben. Hier an dem Rand, da bremst er irgendwie mal ab. Seht ihr das? Oh, der ist schon wieder so spät gesprungen. Also dann springen, wenn ich auf den Knopf drücke. Nicht erst eine halbe Sekunde später. Das klaut halt alles Zeit.
ich mal nur ganz kurz draufbleiben, jetzt kurz warten. Oh, hörst du mal auf, eine Sekunde später zu springen? Oh, genau deswegen. Oh, ich will jetzt hier nicht schneiden, das ist echt unnötig. Genau, Kamera spawnen erstmal ganz falsch. Ich glaube, das geht nicht mit auf den Rand. Mann, ey! Hör auf! Ich will hoch und nicht runter. Oh. Von dem, was wir es ja vorhin noch fast geschafft hätten, ne? Und dann musste ich auch wieder denken, nee, ich mache noch eine Rückwärtsseite oder sich auch ja noch im letzten Sprung runterfalle. Und man kann halt hier nicht zwischenspeichern. Könntest du aufhören? Immer erst eine Sekunde zu warten, bevor du springst. Also es gibt zwei schlimme Dinge, die hier passieren. Diese Rückwärtsseite und dass er dann wartet, bevor er springt. Also erstmal nach vorne läuft und dann erst springt. Ich will aber, dass er springt, sobald ich auf den Knopf drücke und nicht erst eine Sekunde, nachdem ich auf den Knopf gedrückt habe. So, jetzt warten. Jetzt. So, jetzt. Springst bitte nach vorne, genau, nach vorne. Nein. What? Das war die gleiche Sequenz. Das war voll einfach. Wieso war das Essen-Level so schwer? Das ist genau das gleiche, ne? Da kommen auch wieder die Klone. Deine Leiche ist nirgends zu finden, Sir. Dann ist er noch nicht tot. Verdoppelt die Suchmannschaften. Die Stimme passt hier natürlich nicht, aber das lässt sich nicht ändern. Weil eigentlich sagt das ja dieser Assistent, wo ich auch nicht weiß, wie der heißt. Ja gut, dann war es das jetzt auch hier für diesen zweiten Teil von den Extras. Also diese Sprungpassage ist einfach so nervig, weil sie einfach verbuggt ist. So, jetzt haben wir den Teil ja alles durch, ne? Hier waren wir gerade, ne? Genau. Da machen wir jetzt da hinten weiter, weil das war Episode 3, das hier ist alles Empire. Von daher, euch auf eure Zeit und möge die Macht natürlich weiter mit euch sein. Zum nächsten Video geht's jetzt oben rechts und zu Playlist geht's oben links und zum Kanal abonnieren geht's in der Mitte irgendwo oder unten. Von daher, euch auf eure Zeit und möge die Macht natürlich weiter mit euch sein. Ciao.